Wir schauen weiter. Japanoschlampen Folge 17. Schatten der Vergangenheit. Let's go! Yeah! Japanoschlampen erleben schlampige Abenteuer. Total schlampig. Japanoschlampen. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert. Total stumpfe Anime-Scheiße. Kannst dich lassen, ne? Kannst dich lassen. Schatten der Vergangenheit. Und dann musst du seitlich der Arena an der Zinnoberinsel langsurfen und dann erscheint der Glück. Der Glück. Okay. Hey, ciao, soll ich dich nach Hause fahren? Armes Missing No. Wow. Was für ein Riesenteil. Ich habe auch ein Riesenteil in meiner Hose. Was auch sonst. Hey, danke, dass du mich nach Hause fährst. Kein Problem. Du hast doch was zu essen zu Hause, oder? Ja. Kein Problem. Aber ich glaube, ich habe nur noch Salat und eine dicke Gurke. Eine dicke Gurke. Und die warten eine auf dicke Ace. Gurke. Ich habe auch eine dicke Gurke in meiner Hose. Zu spät. Oh. Los, wir fahren. Dann kann ich auch zu dir mit nach Hause kommen. Ciao, du könntest mich deinen Eltern vorstellen. Meine Eltern sind tot. Ich erinnere mich noch... Als wär's gestern gewesen, als ich es erfahren hab. Mein böser Zwillingsbruder Xiao hat sie umgebracht. Bei einem unglücklichen Sushi-Essunfall. Ist dein Flashback vorbei? Können wir jetzt losfahren? Ich verhungere! Bis dann, ey! Ist kein interessiert! Oh nein, jemand verfolgt uns! Sofort anhalten! Wer seid ihr? Wir sind die Bloody Bandito Hell Snake Killer Totenköpfe. Du hast sicher schon viel von uns und unseren Schandtaten gehört. Was für ein Scheißname. Hat ihr deine kleine Freundin etwa nichts von ihrer Vergangenheit erzählt? Die Vergangenheit, Wake? Ja, ich war Anführer einer Biker-Gang. Diese Frisur! Wake, bist du Scheiße! Das sieht so goddamn hässlich aus. Wie bei New Kids einfach. Das fieseste Biker-Chick, was du dir vorstellen kannst. Und ich habe echt schlimme Dinge getan. Hier, das ist das einzige Bild von mir damals. Ich möchte, dass du es hast. Es tut mir leid, dass ich nicht ehrlich zu dir war. Da du jetzt so ehrlich zu mir bist, Wake, möchte ich dir auch ein Bild aus meiner düsteren Vergangenheit zeigen. Hier. Bist du das verkleidet als Rotkäppchen? Oh nein, das ist das falsche Bild. Okay. Ja, das war's wieder von den Japanoschlampen. Alte Wunden wurden von Ciao und Wake aufgekratzt. Wird Ciao Wake je verzeihen können? Und die wichtigste Frage von allen, wann fahren sie endlich zu Ciao nach Hause, damit Wake was zu essen kriegt? Sie ist unerträglich, wenn sie Hunger hat. Weiter geht's mit Folge 18. Unerhofftes Wiedersehen. Folge 18. Unverhofftes Wiedersehen. Bupsi! Aber seit deine Eltern tot sind, hast du nie was Vernünftiges zu essen im Kühlschrank. Ciao! Vor allem, da hängt noch überall Blut an der Wand. Ciao, du Gesichtskotelett, Alter. Mach mal deine Wohnung sauber. Nein. Und hast du eigentlich auch mal wieder was von deinem Bruder Xia? Wieso hat die ein Foto davon? Was ist das? Oh, gehört? Nein, seit die Enten ihn mitgenommen haben, nicht mehr. Wieso habe ich ein Foto davon? Das habe ich dir geschenkt. Ah, okay. Nein. Oh, super. Ja. Gute alte Zeiten, was? Ah. Hey, was sind das für Schuhe? Oh, die sind eigentlich für meine Freundin Kai. Du weißt schon, Kawaii Kai aus Hawaii. Kai hat sich lange nicht mehr bei dir gemeldet, was? Ja. Na, dann könnte ich doch die Schuhe haben. Na, schön. Ich werde sie sofort anprobieren. Ich habe sie selbst designt. Sie sind perfekt. Das ist so geil. Wie dumm ist das denn bitte? Ich schnürsenkel einfach nicht zu. Oh, wirklich? Probier's nochmal. Du musst dich wahrscheinlich tiefer bücken. Tiefer bücken. Kai, wo bist du gewesen? Ich hab dich so vermisst. Ich dachte, du magst mich nicht mehr. Hey, Kai, lang nicht gesehen. Wie geht's dir? Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Sieht toll aus. Ich bin nicht Kai. Ich bin ihre Schwester. Rai. Rai Ichikawa. Ey, du kannst doch keinem erzählen, dass Ciao einen mysteriösen Zwillingsbruder hat, der Xiao heißt. Und Kai hat eine mysteriöse Schwester, die Rai heißt. Ist das dämlich? Du hast meine Schwester getötet und wirst jetzt dafür büßen. Nein, Kai ist von ganz alleine in die alles zerhäckselnde Wurstmaschine gefallen. Es war ein Unfall.
Kätzchen, du hast rosa Haare und trägst rote Schuhe. Das ist ein Unfall. Oh, wer kann das sein, herein? Hallo, Bruderherz. Xiao, was machst du denn hier? Ich will grausame Rache üben an... Oh, hallo. Hallo. Weltherrschaftspläne zu schmieden? Oh, aber gerne. Oh, da haben sich zwei gefunden. Ja. Moment mal, Kai ist tot? Yeah, das war's wieder von den Japanoschlampen. Chaos böser Zwillingsbruder Xiao und Kais verrückte Schwester Rai haben sich ineinander verliebt. Immer voll dran süß. Denken, Kinder, wo die Liebe hinfällt, da wächst kein Gras mehr. Chuchu, ist das so? Ist das so? Aber es war geil. So geil wie immer halt, ne? Was soll man noch anderes erwarten von Kari? Machtet ihr das Video? Patrat! Schön, wieso drückt ihr... Ich bin ein Patrat! Red nicht dazwischen! Wie ich schon sagte, wenn euch das Video gefallen hat, Patrat sagt, drückt auf Abonnieren! Sorry, wenn ihr... Herr Patrat! Okay, es reicht! Macht die Abmoderation selbst, ich bin weg! Herr, schaut das nächste Video!